Servus, liebe Skyrim-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der Quest Ein letzter Wunsch. In dem Video im März hatten wir den Altar des Reichtums ausgewählt, im letzten Video jetzt den Altar der Macht, glaube ich, wo wir so ein bisschen gefuscht haben mittels Zaubern, und heute wollen wir uns den Altar des Nichts anschauen. Und dafür, ihr kennt das ja schon, wir müssen dafür einmal nach Falkenring reisen, gehen hier wieder in den Todmannstrunk, müssen da das komische Buch lesen und dann wird eben erst diese Quest aktiviert. Lassen Sie uns mal gucken. Ja, Ruhe da hinten in der Ecke auf den billigen Plätzen. Psst. So, ihr geht dann hier rein und dann ist hier eben dieser komische Fetzen, geheimnisvoller Altar. So, und dann beginnt auch schon die Quest. Ein letzter Wunsch, was da drin steht, kennen wir ja schon. Die Videos zu dem Altar des Reichtums und Altar der Macht habe ich euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr euch ja nochmal reinziehen. Ich fand es jetzt nur mal interessant zu sehen, was denn da passiert, wenn wir einfach mal alles ausprobieren. So, warte mal, die Quest müssen wir noch aktivieren. War schon wieder zu schnell. Ein letzter Wunsch, da, so. Und das war hier. Dann reisen wir einfach zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Und dort in der Nähe befindet sich eben der besagte Altar. So, dann lass mal gucken. Da kommt irgendein Penner. Wer lungert denn da? Was ist das denn für ein Lappen? Kommt die denn? Breton? Was machst du denn da? Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun, ey? Was ist das denn für ein Lappen? Du Camper. Huch. Okay. Ja gut, dann, ja. Okay. So, dann gehen wir mal zu der Ruine und gucken mal, was uns dieses Mal erwartet. Der Altar der Macht, was wir das letzte ausprobiert hatten, das war ja eine relativ kurze Quest. Da war der Altar des Reichtums ja doch schon viel länger. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt beim Altar des Nichts erwartet. Hier ist wieder dieser Zweigling irgendwo, ne? Ja, da ist er schon. Kurz platt machen. So. Und dann lass uns mal gucken, was uns diesmal erwartet. Den hier kennen wir auch schon, den Bandit. Okay, und dann lass mal gucken. Diesmal Altar des Nichts. Wähle eine Schale am Altar aus. Oh, das ist Blut. Kehre in die Stadt zurück. Welche Stadt? Falkenring? Sollen wir nach Falkenring zurückgehen? Sind hier irgendwo ein Questmarker? Nee, ne? Ich denke mal, dann meinen die Falkenring, oder? Warte mal, wir gucken mal kurz. Auf meinen Reisen habe ich eine eigenartige Geschichte über Hexenrahmen gehört, die in der Nähe von Falkenring Rituale durchführen. Bei der Ruine am Straßenrand habe ich einen geheimnisvollen Altar gefunden, vor dem ein Kelch stand. Ich habe die Schale gefüllt, die mir nichts versprach, und muss nun eine Nacht auf meinen Segen warten. Kehre in die Stadt zurück. Warte mal, sollen wir mal kurz hier pennen? Ich penne einfach mal. Okay, da ist nichts passiert. Dann gehen wir mal zurück. Nach Falkenring. Sollen wir das fußläufig? Komm, ich mach das einfach mal per Schnellreise. Vielleicht kriegen wir ja da irgendwas. Müssen wir dann auch zum Todmannstrunk? Da, guck mal, da kommt schon, siehst du diesen gierigen Wichter, wie der auf uns zugerannt kommt. Guck mal. Guck mal. Ah, verpiss dich, Junge. Guck mal. Nein, Spaß, komm. Ich habe nach euch gesucht. Ja, natürlich. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Lies die Notiz aus dem Tempel von Kynaret. Notiz. Wo ist der Shit? Wir haben so viele Notizen. Da. An alle Abenteurer. Ich biete euch Erinnerungs Kunst im Tausch gegen eure Hilfe. An einem Tempel von Kinder befindet sich ein schwerkranker Mann in meiner Obhut. Stürme der Ataxie haben seine Knochen geschwächt und ich fürchte, dass ihre starken Schauer auch sein Leben fortspülen werden. Er benötigt eine spezielle Suppe, zubereitet aus der Frucht des Eisenholzbaums, verkohltem Skeverfell und Salz. Okay, dann heißt, wir müssen dem Penner jetzt diese komische Suppe zubereiten. Lass mal gucken.
Finde einen Fährmann, der dich nach Riesenzahn bringt. Ich habe die Schale gefüllt, laber Schwätz. Gebeten, eine seltene Zutat zu finden. Ich sollte einen Fährmann fragen, ob er weiß, wie man nach Riesenzahn gelangt. Okay, ist da ein Questmarker? Ja, da ist ein Questmarker, sogar mehrere. Warte mal, die sind da oben. Da ist eine Fähre, hier auch Dämmerstern. Warte mal, wir fragen mal hier in Einsamkeit. Lass uns da mal gucken. Oh, scheiße, ich spule mal gerade ein bisschen vor, damit es auch heller ist. So, na, gucken wir mal. So, ist hier irgendwo ein Fährmann? Hallo, ist hier einer am Start? Hat jemand Bock, uns zu fahren? Da ist ein Fährmann. Kollege, hey. Jolf, nach Riesenzahn. Nicht mein Problem. Na, was? Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber mein Boot bringt euch schneller dorthin als eure Füße. Okay, also er macht es schon mal nicht. Schade, huch. So, dann gucken wir mal hier in Dämmerstern, ob uns da einer rüberfahren will. So, lass uns da mal gucken. Da unten ist ja der Hafen. Wo haben wir denn da einen Knecht? Da ist doch einer schon mal mit dem Schiff. Vielleicht will der ja uns rübersetzen. Wo ist er? Ah ne, da hinten mit seinem komischen Segelboot. Warte mal, da gehen wir mal rüber. Halung. Ich kann euch zu jedem Hafen ent... Ich verstehe. Steigt ein, dann können wir aufbrechen. Ja, nice. Hier oder was? Hä? Gehe an Bord des Fährmanns. Ich bin doch am... Ach, da. Ah, da sitzen. Benutzen. Fährensitzplatz. Okay, dann ab dafür. Ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Riesenzahn entdeckt. Ach du Scheiße. Untersuche das Gebiet auf Riesenzahn. Wo ist das denn hier? Okay, das ist mitten im Nichts. Gut, da haben wir hier ein paar Riesen. Da kommt schon so ein Häschen angedackelt. Hat bestimmt Angst. Alter, was machen die denn? Wie sind die denn am Verkloppen? Okay, der ist weg. Huch. Riesenzahn. So, komm. Der macht ja gar nichts. So, einmal hier. Riesenzahn. Riesenzähl, warte mal, was brauchten wir noch gleich? Ein letzter Wunsch unter so das Gebiet auf Riesenzahn. Der Penner braucht einfach mal ein bisschen an voller Mammutstoßzähne gereist. Schale gefüllt, Dorf in Tempel, anhand der darin. Halt einfach bin ich zu einer voller Mammutstoßzähne. Okay. Gold. Aber hier ist sonst auch nichts, ne? Vielleicht. Hoch. Vielleicht haben wir irgendwo eine Kiste oder sowas. Mammut. Ich sag einfach mal alles ein. Hier ist auch nichts. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter gehen. Hier oben ist dann bestimmt eine Kiste oder sowas. Ah, natürlich. Untersuche die Höhle. Notiz des Fischers. Die Nächte sind lang hier. Der Frost zwickt einen in die Schuppen. Aber ich war schon immer hartnäckig mit dicker Schale, wie man so schön sagt. Also habe ich durchgehalten. Die ersten Tage waren die schlimmsten. Bei all den lauernden Riesen wagte ich es nicht zu angeln. Doch der Hunger lässt uns alle zu tapferen Schlüpflingen werden. Also tauchte ich ein und das Wasser war ruhig. Der eigentliche Auftrag hat sich als ganz schön harte Nuss erwiesen. Der Fährmann hat nicht gelogen, als er sagte, Eisenholzrinne sei so hart wie ein Mammutstoßzahn. Wir müssen auf die Ernte der kleineren Früchte warten. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier in die Höhle rein. Eisenstoßzahnhöhle. Da lungert, was ist das, ein Fuchs, ne? Da ist irgendwas. Was ist denn das? Ach, das ist die Rinde, oder? Müssen wir das hier abkloppen? Warte mal. Was hier? Hä? Komm ich da dran? Müssen wir hier irgendwie looten? Warte mal. Da passiert auch nichts mit. Da können wir jetzt sammeln. Eisenholzfrucht. Kehre mit der Zutat zum Festland zurück.
anderen Zweigling. Alter, was ist das denn jetzt? Snowfox, warum greift der uns denn jetzt noch an? Die haut ab. Bleib stehen. Komm zurück. So. Dann haben wir einmal die Frucht gesammelt als Zutat für die Suppe. So, und wo müssen wir genau hin? Was ist denn hier los? Alter. Ist der hier gekämpft? Wer ist er denn? Wer ist das denn? Hey. Was ist das denn für ein Penner? Hallo? Entschuldigung? Harlaug. Was braucht ihr? Ich verstehe. Ach, das war der Fährmann, der ist abgehauen. Jemand muss etwas unternehmen. Alter. So, dann lass uns mal zum Boot gehen, dann reisen wir einmal zurück, bevor ja noch mehr so Viecher kommen. So, dann steigen wir einmal ein. So. Auf geht's wieder zurück nach Dämmerstern. Und ich glaube, wir brauchten noch eine Zutat, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Eine Zutat müssten wir noch haben. Bereite die Eisenholzsuppe an einer Kochstation zu. Okay, wir brauchen. Hier ist doch eine Kochstation, oder? Ne, ist keine Kochstation. Wir brauchen irgendwo eine Kochstation. Hier in so Buden sind doch immer Kochstationen, oder? Der hat doch bestimmt eine Kochstation. Und dann bereiten wir mal die Suppe zu. Da ist eine Kochstation. Perfekt. Kochtopf. So, wo ist die denn? Das ist die nicht. Eisenholzsuppe, da ist sie. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja, das möchten wir. Gib der Tempelpriesterin die Eisenholzsuppe. Okay, dann müssen wir die jetzt auch noch aufsuchen. Wo ist die alte denn? Lass mal auf der Karte gucken. Wo ist der Questmarker? Da unten links. Wo war es denn jetzt hin? Questmarker da unten. Hä, da? In Weißlauf? Okay. Na gut, dann überreichen wir die mal. Ich meine, war jetzt auch keine große Herausforderung, ne? Da fand ich die Quest Altar des Reichtums schon irgendwie spannender und cooler. So, wo lungert die denn jetzt rum? Hier oben? Wo ist die alte? Da war's. Da geht sie. So, komm mal her. Hallo, junge Frau. Einen guten Tag wünsche ich. Ich habe die Eisenholzsuppe. Gut gemacht. Hier, bitte. Hier. Die Götter mögen euch segnen. Versucht euch zu entspannen. Warte einen ganzen Tag, bis Rulnik geheilt ist. Ja gut, dann warten wir mal, oder? So, die heilt den Typen in der Zeit. Der schlürft schön in Ruhe seine Suppe. Und wir warten jetzt hier einfach mal. Und wir haben auch keine Gegenleistung gefordert, ne? Das hätten wir machen können als Option, hätten wir sagen können, wir möchten gerne eine Gegenleistung dafür haben. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas dafür. Okay, und jetzt haben wir den nächsten Questmarker. Da müssen wir da oben hingehen. Da können wir mal gucken, ob der... Dummer Hund. Was ist denn hier los? So, lass mal gucken gehen. Hier wohnt der Knecht. Tempel auf Kühnaret. Lass mal gucken. Haben Sie nachgelassen? Mehr Ruhe wird euch gut tun. Rulnik, Windschreiter. Hallo? Hallo. Okay. Wieso? Ich kann mit dem nicht labern. Was macht denn der da? Ist der verbuggt? Warte mal kurz, ich warte mal kurz. Nicht, dass der irgendwie verbuggt ist, der Typ. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hotel des Jahlnach. Dort kriegt er der Zeit für gewöhnlich herum. Hallo? Hallo? Ich kann mit dem nicht reden. Oder wirkt das Heimelte noch immer nicht? Warte mal, wir warten noch mal ein bisschen. Kann sein, dass wir zu wenig gewartet haben. Kann sein, dass er sich noch immer ausruhen muss. Ich weiß es nicht. Warten einfach nur mal ein paar Minütchen. So, jetzt lass mal gucken.
Ich will euch nichts vormachen. Ist euer Fieber abgeklungen? Es ist immer noch ziemlich übel. Mein Gelenke tun weh. Ich kann nichts essen. Der Körper braucht Zeit, um zu heilen. Wie ein Ofen. Hä? Ich glaube, wir können einfach nicht mit dem reden, ne? Ging es schon mal besser. Ah, okay, jetzt. Ja, es war so, wir waren zu gierig wieder. Jetzt können wir mit dem labern. Ja, möge es mir Segen mit euch sein. Geht es euch besser? Nicht der Rede wert, ich bin einfach nur froh, dass es euch gut geht. Ist schon in Ordnung, ihr habt den Rest eures Lebens, um mich dafür zu vergüten. Die Heiler im Tempel verdienen die meiste Anerkennung. Nee, nicht der Rede wert, komm. Ich verstehe. Vielen Dank. Und bitte nehmt dieses Geschenk an. Ich hoffe, dieses Zeichen der Anerkennung wird eurer Tat gerecht. Abgeschlossen. Rulnix Dolch. Bitterkelch hinzugefügt. Ich habe dieses Tagebuch in Fallenring gefunden. Gehört es euch? So ist es. Was haltet ihr von all dem? Der Altar war ein Segen. Er hat mir geholfen, euch zu retten. Der Altar ist verflucht. Hexenrabenmagie kann man nicht trauen. Ich bin neugierig, was wohl passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ja. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Lasst uns nun schwören, nie wieder davon zu sprechen. Ich schwöre. Ja. Okay, er hat uns jetzt doch was gegeben. Also es war doch nicht der Altar des Nichts. Er hat uns hier seinen komischen Okay, der ist auch schon ungeil. Na komm, jeden Tag eine gute Tat. Wir haben ihm geholfen, wir haben ihn gerettet. Wir brauchen dafür auch nichts. Wir wollen ja letztendlich auch keine Gegenleistung haben, ne? Also von daher können wir uns letztendlich nicht beschweren. Ja, das ist unser Verdienst. Rulnix Dolch, wir haben ihn gerettet. Nettes Süppchen gekocht und... Ja, war doch nicht der Altar des Nichts. Obwohl doch, kann man so sagen, ne? Wir sind ja andere Belohnungen gewohnt. Naja, Leute, das war's. Teil 3, Altar des Nichts. Jetzt haben wir alle Altare ausprobiert. Wir haben den Bitterkelch wieder erhalten. War mal relativ interessant. Ich bin aber der Meinung, der Altar des Reichtums war noch immer die coolste Quest. Probiert's einfach mal selber aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.